Schauen wir mal. Jo, dann auf geht die wilde Fahrt. Also, Bumerangse. Wir wollen Bumerangse. Ist halt ätzend, ne? Du machst nur die ganzen Beschwörungsspells raus und bis am Limit. Ne? Müssen die vielleicht schon mal nochmal um 5 erhöhen. Ne? Von mir aus auch gerne um 10. Ist halt noch zu viel drin. Ne? Oder ich muss halt echt nochmal ein neues Spiel starten und dann die ganzen Beschwörungszauber dann nicht freischalten. Ne? Split kommt ziemlich oft, das nehme ich mal raus. Das Split werde ich nicht benutzen, glaube ich. Ja, das ist einfach nochmal irgendwie so 5 Stück. Ne? Oder 6, 7, 8, 9, 10. Ja, erstmal Relikte, ne? Relikte sind das einzig Wahre. Ich glaube, wenn ich Bumerangse nehme, brauche ich die nicht, weil die sind eh Penetration. Rebound werde ich nicht brauchen. Wo die Resonanzrune ist, ist auch nicht so das Wahre, aber. Was halt noch richtiger Game Changer wäre, ist, wenn man vielleicht schon mit dem nächsten Update, wenn die da irgendwas reinbringen würden, dass man sich das kaufen kann. Also, oder auch, dass man vielleicht irgendwie mit, dass man sich vielleicht 5 Relikte zum Start aussuchen kann oder 4. Oder dass man sich bei diesem Opa irgendwie halt hier für Kristalle oder für Blut oder für die Knoten kaufen kann, dass der Nebenraum immer da ist. Ne? Das wäre in der ersten Welt schon direkt Game Changer, wenn immer die ganzen Potions sind. Da können nämlich direkt geile dabei sein. Ne? Duration nehme ich mal mit und Radius. Weil bei Bumerang ist ja eigentlich besser, die haben einen kleinen Radius. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Lightning Chain mit Bumerang krass ist. Aber ich nehme es mal mit, oder? Ja, wobei vielleicht kommt noch ein Multishot oder so. Doch, doch.
Speed könnte big werden. Einmal Schild. Ja, Thunder Core ist eigentlich auch geil. Ich bin jetzt gerade gierig und hoffe, da kommt noch irgendwas Besseres. Reflection ist auf den Boomerang auch nicht schlecht. Aber nur 80% Schaden. Und bringt bei Bossen halt eigentlich nichts. Aber im Trollboss dann eigentlich ja wieder schon. Kein Mikrokosmos. Ja, ich gehe jetzt doch einmal auf Leben. Ist auf jeden Fall zu teuer. Ach, nicht mal irgendwie ein Spell umsonst, ne? Mies. Kein guter Start bis jetzt, würde ich sagen. Jiggy, grüß dich, moin. Na, alles fit, Jung. Ach, Digga, ich wollte das nicht berühren. Die Bumerange könnte das lustig werden, wenn ich jetzt noch ein Volley. Nee, doch, wie ist Volley? Keine Ahnung. Ah, der Dreier, ne? Wo die Spells billiger werden, die mehr man hat. Warum nicht? Was ist los? Immer noch Rücken. Oh, okay, er dauert noch ein bisschen, ne? Geil. Ja, gut, hat sich jetzt nicht so gelohnt, die Kiste. Oh, da liegt noch ein Schlüssel. Ich brauche einen anderen Stab, ne? Wegmachen. Ne? Q
Cooldown immer gerne und ich nehme jetzt die Schmetterlinge. Ich würde eigentlich gerne Laser nehmen, aber da ich jetzt schon Schmetterlinge habe, dann Schmetterlinge. Ja, diese Schlangen, das sind solche Fickfee. Das war's dann mit der Rüstung. Boah, boah. Nehmen wir Movement Speed, würde ich sagen. Mit Immune to Slow. Shop oder nochmal Leben? Ja, doch, Shop. Ja, Damage weiß ich gerade nicht. Ich will Bumerang sehr so. Bisschen teuer. Ach nee, so lang noch nicht, aber schon, also ja, schon ein bisschen. Ein paar Monate ist es schon am Markt. Aber ist noch neu, würde ich sagen. Ist halt, sag ich mal, sowas wie Binding of Isaac oder Undermine, ne? So ein Dungeon Crawler, sag ich mal. Roguelike. Irgendwas. Ja, Expansion Stone eigentlich immer gut. Zu wenig Kohle, ne? Da ist er. Und der kostet genau 23. Okay, gut. Nämlich gut, dass ich den jetzt nicht gekauft habe. Ich hatte da schon so eine Ahnung. Das ist schon mal wichtig. Den können wir sogar benutzen, ne? Fürs Erste. Ich brauche jetzt halt noch. Ach nein, das ist so ärger. Ach warte, komm, scheiß drauf. Ich wollte das halt eigentlich erst nach dem Raum nehmen, aber ich will den Bumerang jetzt haben. Ich brauche halt noch Orbit, ne? Weil erst, wenn du mit Bumerang Orbit hast, das ist dann, ne, dann geht der Spaß erst los. Ja, falls noch eine Kacke kommt, nimm mal einen Schlüssel mit und dann leben. Ja, sehr nice, sehr nice. Weil Crit will ich auf jeden Fall auch hochballern mit dem Bumerang. Also, ich glaube, zwei Hits kann ich ja nehmen vom Boss. Ne? Ich muss die Flüche jetzt gleich wieder loswerden. Ne? Mana kostet 130%, ist halt ein bisschen too much. Ne? Was könnte man denn hier noch nehmen? Nochmal Speed? Duration einmal rein? Ja.
Ja, auf jeden Fall gerade Mana-Probleme. Boah, und wieder Kacke, ne? Das gibt's nicht. Und nix, wirklich nix, was ich gern gehabt hätte, ne? Ich hätte gern Drill gehabt. Und jeder Raum hat eine Kiste. Fliegen ist immer nett, aber also das wäre halt für mich perfekt gewesen. Also fliegen, Drill und jeder Raum hat eine Kiste oder Statue. Ich könnte mir auch die Flüche wegmachen, ne? Aber dazu kommen wir später noch. Ich brauche halt Orbit, ne? Damage-Issues, ne? Können wir noch irgendwas machen? Ist halt instant leer, die Bude, ne? Na gut, der Intervall ist halt eh niedrig. Aber ist jetzt nicht so das Optimum. Wir haben manchmal so ein komisches Movement, ne? Wie die sich nach vorne oder dann wieder nach hinten. Ich verreck hier gleich. Ne? Ich glaube, ich hätte eben doch mal einen Thundercore mitnehmen sollen. Ne? Das hätte auf jeden Fall geholfen. Ja, kein Movement Speed verlieren ist eigentlich ganz cool. Ne? Oh, Orbit. Das ist sehr gut. Ganz rechts, easy. Weil ich sagen muss, Orbit Plus hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Ich habe lieber den Orbit auf 1. Weil das dann kleiner ist. Ne? Gucken, wenn ich nochmal normalen Orbit kriege, drehe ich das auf jeden Fall. Ne? Aber das ist schon mal Game Changer für mich. Ich glaube, man braucht die Duration eh nicht mehr, weil nach 5 Penetrationen gehen die eh weg. Ne? Nehme ich lieber nochmal Speed. Ich weiß nicht, ob ich jetzt beide brauche. Eigentlich auch nicht. Ne? Kann man doch wieder Duration reinmachen. Wir fliegen immer.
wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen. Siehst du, wie das Eis zerbricht, kannst du das Feuer sehen. In den Kampf bestehen. Unsere Welt wird sonst irgendwann untergehen. Schala, hey Schala, gib niemals auf, ich weiß, das Feuer brennt in dir. Bald hast du dein Ziel erreicht. Schala, hey Schala, öffne dein Herz, du hast die Macht, alles zu tun. Ich weiß, du kannst. Hallo Numeria, grüß dich. Na, mein Liebe, alles gut? Ja, Jiggy, also du feierst kein Dragon Ball. Kann nicht jeder immer eine gute Kindheit gehabt haben, ne? Ich glaube, ich muss aber echt mal zum Healing Spring eigentlich. Ne? Die Schlangen haben mich halt einfach gerade so hart gefickt. Auch nur mit dem Teleport wieder in die nächste rein. So. Ja, ja, okay. Bei Saber Rider, also ich kenne das, ne? Aber da bin ich halt raus. Das kam halt, ich glaube, das lief halt auch gar nicht mehr, wo ich klein war. Ich teste mal. Ja, wobei, nee, Boomerang müsste eigentlich schon fetzen. Bitte keine Schlangen mehr. Ach, leck mich doch. Und dann auch hier so eine Bombe, Junge, die versaut auch immer alle. Das lief jetzt entspannter, als ich dachte. Ja, gut, klar. Ja gut, ich meine, gut, Dragon Ball, es lief halt noch nicht. Ist ja so aus den, ich glaube, aus von 88 oder von 86 sogar. Und da lief es halt noch nicht in Deutschland oder in Europa, würde ich mal sagen. Ne? Forge. Ja, brauche ich jetzt eigentlich noch nicht, oder? Mehr Geld und mehr Spells wäre mir schon lieber. Ich habe gerade gar nichts zum Kombinieren. Ne? Nur Zweierpärchen. Ich warte noch ein bisschen. Ja gut, Kickers. Die Kickers kannst du übrigens auf Amazon gucken, ne? Ach ja, und Salty, grüß dich. Naja, Kickers war schon cool. Also gut, die Smila Superstar, also gar absolut keine Verbindung dazu, ne? Auch nie gesehen. Ne? Die Schlangen sind einfach Endgegner für mich im Moment. Ja, Duett oder Serial? At completion, nee, dann eher Serial. Nee,
Spieler, Superstar. Also erstens lief das nie, als ich klein war. Da lief halt Dragon Ball, Digimon. Dann fing das halt mit Yu-Gi-Oh! Und Pokémon an und sowas, ne? Beziehungsweise erstmal Pokémon, dann Yu-Gi-Oh! Aber Mila Superstar habe ich nie, also hab ich nie mitbekommen. Ich kenne das zwar von so, sag ich mal, so YouTube-Compilation, ne? So, wie heißt es? Nostalgie aus der Kindheit, Serien-Intros. Aber da regt sich bei mir nichts, wenn Mila Superstar-Intro kommt. DPS-technisch sind die Bumerangs einfach besser, ne? Wie man gerade gesehen hat. Nochmal Accelerator. Ja, mit dem Feuerwerk, das wird dann wieder too much fürs Game. Das wird wieder nichts. Halt auch Bock auf Volley und dann weiß ich nicht, viermal Bumerang Stufe 1 oder so, ne? Das wäre auch sexy. Und wie gesagt, der Orbit auf Stufe 1 wird mir voll reichen. At completion ist halt doof, ne? Weil die Bumerangs halt ein bisschen am bisschen leben. Ne? Ja, dann gehen wir mal in den Shop. Ey. Kaiju Nummer 8 kenne ich auch nicht. Ja, also wie gesagt, Kickers habe ich mitbekommen, aber Mila Superstar, absolut keine Erinnerung dran, dass ich das mal geguckt habe. Eigentlich nur Kacktränke. Abgesehen von denen hier. Penetration, ja, erstmal Schild. Nochmal Expansion Stone, kann stehen, wenn ich jetzt schon upgrade. Add. Nee, das will ich ja genau nicht, aber habe ich jetzt auch schon zwei, ne? Ja, kann man dann drehen, ne? Nee, noch ein Expansion Storm brauche ich jetzt nicht. Power Traction, das wird noch ganz gut später. Komm, jetzt geben wir noch den gierigen Dingsbums hier. Natürlich nicht. Mana kostet 90.
Ja, könnte man mal mitnehmen eigentlich. Machen wir erstmal so. Ja, wobei ich auch einen Energy Saver brauche ich gar nicht. Das geht auch ohne. Dann können wir eigentlich die Traction reinmachen. Machen wir passiv noch ein paar Schmetterlinge ballern von mir aus. Ja, Schlümpfe auf jeden Fall. Bin ich auch noch mit groß geworden. Haben wir mal einmal im Monat ein neues Schlumpfheft. Hat mein Vater mir mal geholt. Waren zwar nicht Spielzeuge drin, so wie der Mickey Maus. Ne? Ein bisschen schade, aber Schlümpfe war auf jeden Fall episch. Nee, Salty, hab keinen Crunchyroll. So krasser Anime-Gucker bin ich dann auch nicht. Ja, ich will eigentlich noch mehr Spells, ne? Aber ich brauch auch Keys. Gold. Ich brauch Keys. Also ich brauch Keys, aber in den Goldraum, ne? Keine Diamanten, lohnt sich verdoppeln nicht. Das ist halt jetzt das Schöne mit dem Frostkristall. Ne? Da werden die Schlangen, weil die dann eingefroren sind, für 3 Sekunden oder 2 Sekunden, 1,5. Bewegen die sich halt nicht. Ich glaube nicht, dass ich den mal trinken werde, weil alle Keys verlieren, alles Gold ist halt scheiße. Orbit 1, perfekt. Kann man das jetzt nämlich tauschen? Weil jetzt ist das näher zusammen. Also ich finde Orbit 1 reicht hier voll aus. Auch wenn Orbit Plus nochmal die Duration erhöht und den Speed. Ne? Aber reicht. Hier ist nur die Duration und hier ist auch Speed plus 5. Ne? Aber ist halt ein größerer Radius. Ich hab den lieber kleiner. Ich könnte mir mal die Forge, aber jetzt mit 22 Münzen ist auch kacke. We'll be right back.
K46. Gleich kommt der Boss, ne? Dann müsste der nächste Level sein. Herrsch, muss man die Forge. Braucht den irgendwie wenigstens mal einen Bumerang jetzt auf Level 2 oder so. Ja, ja, okay. Kannst du mir schon zwei Sterne-Spell machen? Fuck. Hätte ich die Bullets lieber behalten erstmal. Zumindest bis für den Boss. Weiß ja wieder, wenn man zu gierig ist. Ohne Ziel suchen bringt das ja auch nichts. Egal, ich versuch's mal so erstmal. Heißt noch irgendwas? Nee, ne? Alles Zweierpärchen. Fuck you. Dauern jetzt. Ah, der ist nicht schlecht, da krieg ich wenigstens mal 3 Spells, ne? Ein Expansion Stone kann auch raus.
Gut, haben wir die schon mal. Ne? Jetzt brauche ich auf jeden Fall einfach nur Gold. Und jetzt kriege ich wenigstens auch die Flüche weg, weil jetzt auf jeden Fall irgendwann ein Statue kommt. Auch halt Schaden, ne? Ganz dringend. Und Geld. Ich glaube, ich gehe jetzt trotzdem mal in den Shop. Einfach wegen den wegen den Potions, die da eventuell drin sind. Also, was heißt eventuell? Die sind auf jeden Fall drin. Eventuell sind die halt gute oder nicht. Ne? Das ist Schild. Ne? Keine guten. Den muss man ja mitnehmen. Perfekt. Da war ein Multishot, den brauche ich auf jeden Fall. Ja, auch nicht besser jetzt. Boah, leider jetzt gar kein Geld für irgendwas. Ja, Leben wäre eigentlich auch wichtig, aber ja, doch, ja, ich muss mal Leben holen. Ist halt auch gerade echt kacke. Es kommt aber auch die Forge immer, wenn ich nichts habe. Der Stufe 1 Spell ist jetzt hier auch langsam echt schwach.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt bräuchte ich einen Geldraum mit den Gegnern, die sich splitten. Da wäre aber besser, wenn ich den nochmal hätte. Also zweimal Midas, zweimal Double Duplication, das wäre krass. Das kann ja auch passieren, dass in der Welt 3 nicht einmal so ein Raum kommt, wo die sind. Falls die ja nichts geändert haben. Okay, Arcane Explosion, was auch 3 Stück. Und Reflection aber 2. Die Kisten sind auch nicht so ergiebig gerade. Ja, Wolli ist gut. Wolli wollte ich nämlich noch haben. Okay, war jetzt nicht so geil der Raum. Also sind schon geile Sachen, aber ich kann den jetzt leider nicht mitnehmen und den auch nicht. Kommt als nächstes. Ja, Relikt will ich eigentlich haben. Oh doch, da sind sie. Aber nur einer. Müssen zwei sein. Man weiß nicht, so das Optimalste vom Optimalen, aber dann habe ich wieder Platz für Potion. Ja, cool. Relic Option minus 1, Relic Option plus 1. Sehr gut. Kannst du aber mal einen Shop. Einen Schlüssel braucht man nicht. Ah, Fluch entfernen nehmen wir mit. Nochmal Kies verdoppeln, dann brauche ich auf gar keinen Fall mehr Schlüssel. Ja, warum nicht? Das war okay. Nochmal ein Double Trunk. Oh, nett. Komm, 4 Münzen. Ich glaube, Duett habe ich 2, 3 Stück, ne? Habe ich eben weggedreht. Ne? Ich nehme jetzt mal einen Thundercore mit. Mach ich einen Frostkristall raus. So.
Der wäre auch sexy auf jeden Fall. Einfach wegen der Crit-Rate, ne? Ich glaube, ich nehme den mal mit. Hat auch selbe Slots, ja, dann passt er easy. Bin ich nämlich bei 85, das ist schon mal gut. Ja, aber cool da. Ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal Cooldown, zwei Stück zum Forgen. Nix. Ah, nicht was ich wollte unbedingt. Ah, jetzt nehme ich schon mal Leben mit. Ah, nicht töten, Junge. Ach, fuck. Ich trottel, Alter. Euer Verdopplungstrank und ich verwandle die Gegner in Gold. Scheiße. Ja. Voll verrafft gerade. Voll verrafft. Scheiße. Ja, das hätte ich jetzt auf jeden Fall. Das zu verdoppeln wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ach Mann, ey, voll vercheckt.
Boah, nee, irgendein Relikt random? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also nicht für den Helm. Wenn es jetzt die Glatze wäre, hätte ich gesagt, okay, ich riskiere es, aber für den Helm, ich habe ja keinen Eigenschaden, von daher. Ja, schon nochmal HP mit. Jetzt halt echt eine Forge, ne? Das ist keine Forge. Ah, hier ist auch leider kein Goldrang, das ärgert mich. Demon Master, sehr gut, dann bin ich jetzt bei 100%, ne? Ja, 95, aber ist schon ganz gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, Thundercore nehme ich noch mit, habe schon mal zwei. Ne? Dann gucke ich mal, ob ich hier noch einen Boomerang kriege. Achso, das Raspberry, gut, wird eh nichts mit Boomerang. Nochmal Eis, hätte ich auch schon mal zwei. Ne? Werde ich später aber auch nicht mehr benutzen. Ja, scheiß drauf. Ich hole mir aber noch das Schild. Ich hab halt immer noch Stufe 1, ne? Das ist traurig, ich bin mein Boss. Ich meine, ich könnte noch drehen und hoffentlich krieg eine Forge, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe halt noch nichts, um die kaputt zu machen. Ja, ich versuch's mal. Wird schon schief gehen, weil das Ding ist, wenn ich Schaden kriege, porte ich. Das wird ja so in die Hose gehen. Ne? Ah, ich porte doch nicht. So, weil das Schild war. Ne?
Fuck, hat nach unten geguckt, nicht nach oben. Ja, und hat sich halt auch gar nicht gelohnt. Sehr gut. Ich habe halt so viel, dass... Also, kriege ich gleich schon mal ein 2-Sterne-Spell, ne? Ja, guck. So muss das doch. Ich glaube, Crit werde ich gar nicht mehr brauchen. Ne? Ist auch schon mal gut. Dann sind die wieder billiger, ne? 7 statt 8,1. Ne? Ah, ich glaube, ich nehme erstmal die normalen. Oder kriege ich noch ein 2-Sterne-Spell hin? Ich hätte die nicht verbinden, connecten sollen eben, glaube ich. Completion, ja, Duett werde ich eh nicht benutzen. Shining Styro auch nicht, ja, dann hau ich den Overscatter noch rein. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Dann nehmen wir einmal Power Traction raus, packen hier die Kugeln rein, dann habe ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen Schaden. Ich brauche halt mehr Cooldown, ne? Das ist traurig. Klasse! Klasse! Oh, was Getter 2. Oh, das wird teuer, ne? Wo ist er? Was ist schon drin? Was geht eigentlich, ne? Okay, nochmal Cooldown, das ist schon mal gut. Jetzt habe ich schon keinen Platz dafür. Thank you.
Ah, der hat mehr Slots und Mana-Kosten. Aber auch wieder scheiß Cooldown. Und meine Crit ist dann auch weg. Aber schon mal gut, der hat keine Mana-Rack. Also nehme ich eh den hier. Und der Cast-Intervall ist auch schlecht, ne? Ja, läuft irgendwie nicht so, wie ich das gerne hätte. Mehr Projektile ist gut. Und natürlich ein Drilli-Willi. Immer nur, ich habe erst zwei Bumerangse, ne? Das wird nichts irgendwie. Das letzte Welt. Und irgendwie eine Flugstatus kommt irgendwie auch nicht mehr. Och nee. Ja, ich mag das nicht. Ne? Das ist zwar irgendwie easy, aber ich bin da manchmal irgendwie zu doof einfach. Aber so ungeduldig. Es gab echt mal eine Zeit, so vor 15 Jahren, wo mein Kopf noch frisch war. Da hat man auf zwei, drei Blicks direkt gesehen, wie man das jetzt machen muss. Ne? Aber das ist hier einfach nur noch freudig. Das ist ja schon mal halbe Miete. Ne? Aha, guck. Junge, pro Junge, pro einfach. Sehr gut. Das war fix. Ja, so in die Richtung meinte ich. Ne? Entweder kommt jetzt mal eine Statue oder hier kommt jetzt mal die Fluchmaske. Ich hasse die, ne? Ich hasse die. Ist zwar gerade stark, was wir hier machen, aber das könnte halt so viel krasser sein vom Schaden. Ne? 4 krasser. Hätte Crit 2 vielleicht doch mal behalten sollen. Ne? Hoi Leppa, Narben, grüß dich, hi. Ja, Relikte, ne?
Ja, läuft okay, aber überhaupt nicht so, wie ich das gern gehabt hätte. Also wirklich gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Also mein Plan war eigentlich hier so 4 Bumerangs auf Stufe 1, aber wie du siehst, habe ich noch nicht mal einen auf Stufe 1 und bin gleich durch. Ja, ich glaube nicht, dass die was bringen, da war hey, 10% oder so, vielleicht kriegen wir die noch hin. 10% sind 10%. Ja, komm, gib mal einen Pyro-Core. Ja, fick. Gib mir den Bumerang. Brauche ich halt gar nicht. Räudiges Game, Junge. Hast du nicht, okay? Was hast du denn falsch gemacht? Also ich meine, das Spiel schaffen finde ich jetzt gar nicht so schwer. Ich habe halt einfach nur kein Glück, dass ich das kriege, was ich gerne hätte. Aber ich hatte so einfach bis jetzt immer richtig Pech mit dem RNG, ne? Shop, ja doch, da könnten Tränke sein, gute, ne? Ja, ist nicht schlimm, dass hier kein Zauberschab ist. Hätte ich jetzt eh kein Geld für gehabt. Ja, ist doch schon mal gut. Muss mich aber heilen. Ist jetzt die Frage, so viele Räume werden nicht mehr kommen, ne? Okay, hat jetzt nicht gelohnt. Ein Drill wäre halt geil gewesen. Ich muss mich erstmal heilen. Davon brauche ich nichts. Thundercore, kann ich ihn upgraden, ne? Ja. Moment, aber erstmal. Erstmal heilen. Cooldown habe ich jetzt 3 Stück, ja. Laser zu buffen. Ja, der ist ganz cool, aber ist halt auch wenig Schaden. Da brauchst halt echt am besten so ein Ding mit 0 Cooldown, ne? Also was ich letztens mal hatte mit dem Laser, da hatte ich 2x Laser. Also hatte ich auch 4 Zauber, halt Volley Plus. Da hat der Laser, glaube ich, schon noch 0,5 Mana gekostet und ich hatte Cooldown 0,1 oder so. Das ging gut ab, ne? So, komm, jetzt gib mir mal einen Bumerang hier, ey. Wahnsinn. Ich hab ihn. Oh, schön. Ich habe auch mehr wie fünf Kurse. Dann nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Slowdown Time. Max MP. Ja, ich hätte auf jeden Fall Kohle, ne? Ja, du meinst diese Storage Vents, ne? Ja, aber Problem ist, die haben meistens noch keine Slots, ne? Meistens ja 4, 5 Slots oder meistens manchmal nur, ja doch, so 4 Slots haben die immer, ne?
das ist halt nicht so geil. Auf jeden Fall Kohle für die Forge, falls noch eine kommt. Weg damit. Jetzt noch mal eine Statue. Können schon mal 4 Flüche wegmachen und dann die Potion trinken. Das, was ich jetzt in der Statue reingebuttert hätte, gerade verloren durch Schaden. Nochmal ein Doppelungstrank, nicht verkehrt. Jetzt hier 2-mal Bumerang, das wäre so geil gewesen, ne? Aber natürlich nichts, was ich brauche, nur Rare. Ja, ja, Echo könnte man noch benutzen. Ja, vielleicht mach schon eine Combo mit Sword of Judgment. Brauche aber, dann ist der Crit halt auch weg. Ne? Man könnte halt noch sagen, dass die Bumerang Sword of Judgment triggern. Ne? Naja. Dann habe ich auch, sag ich mal, hier 2 Epic Spells, aber auch nicht die, die ich gerne hätte. Okay, da ist FPS Killer Detective, ey. Schaden ist halt auch jetzt sehr low, ne? Ja, okay, es geht 10. Ich glaube von 16 oder von 15 auf 10. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich teste das einfach mal. Aber lief halt leider gar nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Ne? Diese Pfeile, ne? Die sind so ätzend. Ja, so lief noch auf jeden Fall flüssiger und dann sehe ich wenigstens irgendwas. So ein bisschen. Recoil, bisschen HP, ja, nehmen wir mit. Machen wir einen Shop. Ja, mal gucken, was die Potions haben. Ach, hab das Ding ja gedreht, ich Trottel. Potions sagen, fick dich, Junge. Ja, das war kackt, sagen. Die nehmen wir mit. Falls jetzt irgendwie noch eine Forge kommt. Falls jetzt noch eine Forge kommt, dann läuft der Hase. Wenn ich dann Geld habe. Thank you.
Ohrringe. Ja, toll. Ja, ich brauche jetzt einen Goldraum, Junge. Einen Goldraum brauche ich. Talisman, ach der Scheiße. Ne? Ah, ich hätte es verdoppeln können. Okay, komm noch ein Goldraum. Aber ich bin auch gleich durch jetzt, ne? Okay, da ist unsere Forge. Fuck, sehe ich jetzt erst. Ne? Achso, kam ja jetzt nur, weil ich die Potion getrunken habe. Aber gut, da ist auf jeden Fall die Forge und ich glaube, danach kommt auch jetzt schon der Boss. Was war jetzt noch drin? Das Thundercore. Für den Endboss wird es nicht reichen, also für den Trollboss. Ich hätte halt echt gern mal hier 4-5 Bumerangs drin gehabt. Ich weiß halt nicht, ob das nicht beim Trollboss vielleicht schon ganz lustig ist. Ich guck nur, ob ich noch so einen Wolle krieg jetzt. Sind die nämlich schon mal billiger geworden, dann kann der noch weg und dann tausche ich den noch gegen den Plus 1er aus. Ja, that's it, ne? Ja, man könnte ja auch noch irgendwas mit Echo machen. Thank you.
weil der ist ja auch Mana-Kosten weniger, ne? Dann tun wir den plus 1 rein, wobei am besten, ja die Black Holes, ne? Weil die sind am teuersten. Oder die Schwerter. Ich glaube, ich tue die Schwerter hier rein. Oder so. Elementar, ja doch, ich habe halt hier Thundercore drin. Und jetzt noch Chain of Lightning. Aber sonst war es das dann auch. Crit, den hätte ich irgendwie auf Level 4 gebraucht. Das wäre halt auch noch geil gewesen. Dann nehmen wir direkt nochmal einen Relikt mit, weil kann mir eh nichts leisten. Geht schon gut ab, ne? Ja, ich finde das voll geil. Also wie gesagt, also Bumerang mit Orbit und halt den Zauberstab auf Distanz ist mein Lieblingskombo bis jetzt immer noch, ne? Aber ich habe sie noch nie so gefunden, wie ich sie gern gehabt hätte. Na gut, das wird... Den werde ich nicht mehr hinkriegen jetzt, ne? Seed of Greed. Was ist denn hier drin? Ja, jetzt kommt doch noch die Flugmaske, ne? Fick dich doch, ey. Hätte früher kommen müssen. Dann haben wir nochmal 20%. Dann nehmen wir Recoil nochmal weg. Das kann schon mal drehen. Ja, aber ich warte mit dem Drehen bis nach dem Trollboss. Ja, das ging schon flott, aber das geht besser, ne? Wie gesagt, das Schwert, das hätte ich auf Level 4 oder 5 gebraucht, weil wenn du dann halt 100 Crit-Rate hast, 100%, 70%, 90%, dann fetzt das richtig, ne? Boah. Noch keinen guten Stab jetzt hier bekommen, ne? Nochmal mehr Projektile, ne? Jo. Das nehmen wir. Aber das wird nichts werden mit dem, ne? Ein Shop mit 5 Münzen. Ja, rein, da, Junge. Ja, der wäre gut gewesen. Ne, das ist er gar nicht. Einfach zu wenig Mana, ne? Einfach nicht, ob ich den wirklich... Ich brauch den gar nicht, ne? Das ist ja cool, doch nochmal reduziert, aber... Ansonsten... Ich kann ja mal hier reinpacken und gucken, ob noch was Lustiges kommt.
Noch ein Shop. Hey. Ja, jetzt wäre einmal Tracking doch noch ganz gut gewesen. Ja, so ist eigentlich okay. Also ohne Echo. Kann man nochmal Schwerter, aber dann ist einer zu viel. Kommt dann irgendwie Bumerang Plus oder sowas? Wobei es ein Rare Spell. Dreh ich den Cooldown mal. Dann halt Crit, aber das wird nichts. Nö, das wird nix, ey.